Wir gehen ganz schnell zu unserem Craften-Table. So, und craften uns jetzt erste Mal ganz viel Holz, würde ich sagen. So. Ganz viel Holz craften. Die Baustämme, die brauchen wir nicht. Wir brauchen ja lieber mehr Holz. Okay, das war ein bisschen zu viel. Ich schaue jetzt mal das hier raus. Dann können wir das hier wenigstens erstmal noch nehmen. Das zu viel kaufe ich gerne ab. Nee, ich brauche das ja. Weißt du? So, wir machen jetzt einfach das einfach so hier. Ich hoffe, dass es nicht ein bisschen zu übertrieben ist. Alles, was du nicht brauchst, kaufe ich dir gerne ab. Also vieles kaufe ich ab. Ja. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kisten jetzt kommen werden. Achtung. Klack. Ach. Das nimmt aber ganz schön viel Holz weg, sehe ich gerade. Ui, alles klar. Ich dachte, da kommen jetzt mehrere Stacks raus. Aber da kommen anscheinend wirklich nur wenig raus. 32 Kisten nur. Ui. Das ist schon wild. So, mal schauen, wie viel jetzt rauskommen werden. Oh, ich bin da. Was war das denn? Was war das denn gerade? Lol. So, jetzt haben wir... Okay, alles klar. Wie machen wir die Wege? Wie machen wir hier das Lager? Ich bin jetzt sehr gespannt. Aber ich würde tatsächlich sagen... Also wir werden auf jeden Fall Reihe für Reihe machen, das steht auf jeden Fall fest. Aber wir bauen jetzt erstmal, das ist ja egal, wenn können wir ja schnell abbauen. So. Naja, ist doch so. Mal werde ich auch hier erstmal hier die Wege so, machen wir auch hier Dreier, würde ich sagen. Das ist eigentlich am besten. 1, 2, 3. Achso, wir wollen Schilder platzieren. Warte mal, dann machen wir halt. Nee, wir machen es ein bisschen größer. 1, 2, 3, 4. So, das heißt, machen wir halt hier. Ja, machen wir so. So. So, und ihr seht schon, ein 32er Stack ist schon weg. Also es ist auf jeden Fall wirklich schon wild. Also. Ja, und hinten machen wir dann halt nur einen Zweier, dann ist das so. Eigentlich will ich das gerne bis zur Decke hochbauen, aber wie gesagt, ihr seht, wir werden das erstmal jetzt hier so machen, um man schon sieht, was hier passieren wird. Und ja, okay, so machen wir es auf jeden Fall, das Lager, also... So. Also wir werden auf jeden Fall sehr viel Holz hier brauchen. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben wir hier wieder 4, genau. Upsala. So willst du das bauen? Genau, genau. Mhm. Ich will bei mir ein automatisches System bauen. Dafür ja, aber ich mache... Das zum Plugin noch fixen. Ja, ich mache aber wie gesagt ein Standardlager und... Weil wie gesagt, ein manuelles Lager, das ist halt schon krass so, weil wir werden hier alles mögliche reinpfeffern. Und das ist halt letztlich sehr, sehr blöd so, wenn man jedes Mal... ja, das ist halt zu kompliziert so. Diejenigen, die wissen, wie man ein manuelles baut, die wissen bestimmt genau, was wir meinen. Es ist halt letztendlich schwierig. Wenn man jetzt zum Beispiel wirklich weiß, ja, ich will XY das sortieren, dann will ich das sortieren und so weiter. Wenn man sozusagen einen Überblick hat, dann geht das. Weil jede Kiste muss halt dann zugeordnet werden zu diesemjenigen Item. Und das ist genau dieses problematische, der problematische Punkt. Weshalb, warum ich das jetzt hier nicht mache. Weil bei uns wird vieles verschieden dort eingelagert und... 1, 2, 3, 4. Warte mal, was hast du gerade gesagt? Ich hab dir gar nicht zugehört, tut mir leid. Mir ist ein Fehler, also ein Designfehler. Okay. Wenn du auf eine Drop mal gehst und runter gehst, du kommst nicht mehr auf die andere Seite. Da denke ich mir mal, dann machen wir das erstmal so hier. Da haben wir jetzt drei Reihen haben wir jetzt. Also sprich, sozusagen, hier kommt was rein, in diese Seite, Reihe kommt etwas rein. 1, 2, 3. 4, 5, 6, jetzt haben wir da schon 6 Dinger. Irgendwas muss man halt auch letztendlich auch teilen, deswegen mal schauen. Ihr müsst wissen, ich habe früher auch so ein Lager schon gebaut, alte Zeiten auf Quiver Games. Vielleicht kennt das der ein oder andere unter euch noch bei mir, aber so, es war eigentlich ganz gut eigentlich, dass wir das hier unten auch ausgehöhlt haben. Weil da können wir gleich heute, wie gesagt, hier das machen. Und weil sonst müssten wir jetzt erst hier aushöhlen und das wäre nicht so problematisch. Das wäre ein bisschen problematisch so und ja.
So, 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir hier noch weiter. Jetzt haben wir noch ein paar Kisten. Klack, klack, klack. Klack, 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 klack. So, dann hier nächste Reihe. Oh, wir haben jetzt eigentlich ganz schön viele Reihen jetzt schon. Also ist auf jeden Fall jetzt schon viel. Wie gesagt, es geht da hinten los und mal schauen, wie weit wir kommen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Mal schauen, ob wir jetzt noch diese eine Reihe noch hinkriegen. Ich denke mir mal nicht. Und doch, haben wir noch hingekriegt. So, okay. Dann machen wir das jetzt erstmal so hier. Ah, ich würde sagen, dann machen wir doch hier nochmal so. 1, 2, 3, 4, klar, 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 klar. Ach du Scheiße. So, dann machen wir einfach das Holz leer, würde ich sagen. Slash Kraft. Und dann machen wir einfach das Holz jetzt hier leer. Dann haben wir einfach da. Ach so, wir brauchen es ja noch für die Schilder, sehe ich gerade. Ich mach das doch schon. So. Egal, es geht auch eigentlich schneller. Naja, alles gut. So, oh nein. Oh nein, wie ist denn das jetzt passiert? Weil du keine Stöcker drin hattest. Ach, scheiße. Ach, Mensch, jetzt haben wir... Oh, nein. Oh, das ist gar nicht gut. Weil jetzt haben wir ganz viel Holzverlust gemacht. Gar nicht gut, wirklich. Gar nicht gut. Sehr mies gelaufen. Kacke. So. Naja. Okay, so viel Schilder wollte ich jetzt auch nicht haben. Ach, Mensch, wir tun ganz schön viel Holz hier verschwenden. Aber egal. So, ich mach das jetzt. Ja, wir müssen das erstmal hier unten drunter machen. So, ich werde jetzt überall erstmal die Schilder platzieren. Ich kann das ja. Ui, genau das, was ich meine. Da kann ich ja. Es gibt einen wunderschönen Befehl bei uns und zwar slash singen. Achso. Da kann ich slash clear machen und dann ist es zum Beispiel wieder leer. Das kannst aber nur du. Ja. Aktuell zu dem Zeitpunkt ja. Aber vielleicht werden wir das ändern, dass der ein oder andere unter euch auch machen kann. So, okay. Klack, klack. So. So. Und da auch noch. Auf der Seite dann entsprechend das Gleiche. Weil ein Lager wäre zum Beispiel eventuell so aus der Logistik oder so kommen, weiß. Bei den Lagergängen ist immer auf der einen Seite das und auf der anderen Seite immer das. Man sich auch entsprechend auch sich orientieren kann. Und wir werden tatsächlich das Lager sogar so aufrichten wie ein echtes Lager. Ja, vielleicht weiß der ein oder andere unter euch, dass ich sogar Logistik bin. Und deswegen weiß ich das auch. Deswegen wollen wir das auch machen. Weil da kann ich zum Beispiel, wenn ich mal sage, wenn ich zum Beispiel jetzt Dominik oder so sagen tue, so ja, Dominik, hol mal dort mal was und so weiter. Und er weiß ja dann nicht, in welchem Gang oder sowas ist. Und um man sich nicht tot suchen muss, kann ich dann direkt sagen, so ja, Dominik, Abteil C, Reihe 3 und Fach 4. So, und dann weiß man genauso, aha, genau da liegt das. Und eigentlich müsste man jetzt hier noch sozusagen noch die Kisten dann auch Nummern geben, also sozusagen das Fach, kann man im Grunde genommen sagen dazu. Aber das wäre halt in Minecraft ein bisschen zu viel und deswegen werden wir das dann entsprechend halt ein bisschen abkürzen und zwar nur mit, welche Gangreihe und so weiter. Und zwar, da kann ich euch auch das gleich mal zeigen, wie ich das meine. Und zwar Z, und zwar Reihe 1, und zwar, lasst mich kurz überlegen. Genau, A01 machen wir auf jeden Fall. Enter. Dann ist das sozusagen die Reihe A01. Genau, dann wird dann hier zum Beispiel A02 sein. Dann hier zum Beispiel A03. Dann hier A0. Ich überlege gerade. Dann die 4. Dann die 5 und so weiter. So. Das A, wie gesagt, steht wirklich einfach dafür, welche Abteil und so weiter. Zum Beispiel da hinten können wir zum Beispiel einen anderen Abteil machen. Das ist zum Beispiel halt da, dafür gut, wenn man jetzt zum Beispiel nicht Reihe für Reihe oder so macht, weil irgendwie muss es ja letztendlich auch Abteile geben, so. In einem richtigen Lager ist das halt letztendlich auch alles aufgeteilt, so. Blödes Beispiel, ganz wertvolle Dinge sind zum Beispiel halt woanders als wie nicht wertvolle Dinge. Das ist halt nur ein Beispiel.
also ich spiele Minecraft, für mich das echte Leben. Ja, aber ich finde, das ist aber eigentlich ganz gut, was wir machen, weil da könnte man sich halt auch orientieren, weißt du? Das ist halt, warum macht man das im echten Leben? Ganz einfach, um halt schnell die Ware schnell zu finden und so weiter. Okay, dann haben wir jetzt erstmal die Schilder gemacht und hier hinten können wir eigentlich schon, genau, hier kann man eigentlich jetzt schon in die nächste Spalte gehen. Und zwar, wir werden das einfach ab Spalte 3 machen. Und zwar, hier finden sich Blöcke, würde ich sagen. So, dann machen wir das so. Und dann weiß man so, aha, hier befinden sich die Blöcke. Genau. Was wir in die Reihe machen, kann ich noch nicht sagen. So, zum Beispiel, wenn hier dann Blöcke sind, ich würde mal sagen, Blöcke, 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 Blöcke. Und dann zum Beispiel, hier könnte man zum Beispiel dann hier sagen, so, ja, hier ist das ganze Essen oder so. Also ihr wisst bestimmt schon, wie ich das Prinzip bestimmt meine, so. Also mit Blöcken so. Wie gesagt, jede Kiste bekommt er eventuell auch nochmal ein Schild. Zum Beispiel hier Bruchstein, hier zum Beispiel Grasblöcke, hier zum Beispiel Erde, hier Cobblestone und so weiter. Ihr wisst bestimmt schon, wie das meint. So, Essen. Und dann wird in der Reihe auch nochmal hier Essen sein. Ihr wisst bestimmt genau, wie ich das bestimmt meine. Und dann machen wir das hier zum Beispiel hier alles hier Blöcke. Blöcke. Blöcke, dann werden zwei Reihen Blöcke sein. Stellt mir mal, das wird bestimmt reichen. So, hier Blöcke, Blöcke und Blöcke. So. Okay, nice. Nice one. Okay, was wir hier wie gesagt reinmachen, das muss man halt gucken. Deswegen, ich würde auch sagen, wir gehen auch gar nicht weiter nach hinten. Stellt mir mal, das reicht erstmal. Und genau. So, wie gesagt, ich werde hier noch nicht großartig weitere Schilder setzen, weil erstmal müssen die Kisten nach oben gebaut werden, weil ich will das hier nicht hier unten platzieren, ich will das halt schon hier in der Mitte platzieren, Augenhöhe. Und deswegen ist das ein bisschen Blödsinn, aber ich denke mir mal, so ist es, denke ich mir mal, schon am geilsten, wie wir es jetzt gemacht haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaltet gerne, wie gesagt, beim nächsten Stream wieder mit ein. Und ich würde sagen, haut rein! Bleib cool und ciao!